So, meine Freunde, da sind wir wieder bei Rain. Ich bin der Phil und wir sind hier in einer sehr merkwürdigen Welt. Falls du wissen willst, wie wir hingekommen sind, dann guck dir die letzte Folge an. Keine Lust, das nochmal so wiederholen, ne? Ist gerade sehr bewegend, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Und dann da hoch. Und dann müssen wir springen. Nein, das, ja, dann müssen wir springen. So. Aber jetzt, dann müssen wir springen. Was? Oh, okay, hat geklappt. Hui. Ich glaube, ich dachte, es hätte nicht geklappt. Also, es war sehr hoch, muss ich sagen. War sehr hoch. So. Da. Sehr gut. Boah, das sieht echt aus wie so eine merkwürdige Wüstenstadt. Sehr merkwürdig von der Architektur jetzt. Das Mädchen floh unter das Dach. Das Geschöpf kam näher. Was soll ich denn tun? Sie saß in der Ecke fest. Oh. Okay. Ah. Er muss das Mädchen etwas weiterführen. Nein, Alter. Jetzt zieh weiter. Na, ja, zieh. Na, oh, ja, gut, sehr gut. Los! Ich glaube, bei diesem Tempo würde es sie einholen. Nein. Was? Oh nein, ich muss ziehen. Really? Oh, ich wusste es nicht. Oh, Mist. Ich habe das zu spät bemerkt, dass es nicht weitergegangen ist. So, schnell. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Komm schon. Oh ja, okay, okay. Alles klar, ich muss beides machen. Und jetzt kommt das Mädchen da nicht mehr weiter. Doch, da unten, okay. Tja, Monster, Pech gehabt, würde ich sagen. Der Schrei des Geschöpfs verhallte in der Ferne. Na, Geronimo. Mal gucken. Dieser Fingermann, ne? Und dem Jungen wurde es so langsam klar, dass es kein Entkommen gab. Dass sie sich niemals treffen würden. Dass diese Welt wohl dem Geschöpf gehörte. Ja, das mag wohl sein. Alles Licht in der Welt ausgelöscht. Und jetzt an diesem Ort. Nicht schön. Oh. Okay. Dann lass uns mal hier hoch. Die treffen sich niemals. Oh nein. Da ist er wieder. Dann würde es immer zurückkehren und nicht müde werden, sie in der Dunkelheit einzuholen. Man müsste das Geschöpf töten. Der Junge wusste, dass er das Mädchen schützen musste. Was? Ich muss schneller sein, okay. Auch wenn das bedeutete, sich selbst zu gefährden. Oh nein. Und so rannte er los. Oh nein. Tief ins Dunkel
dunkler als die Nacht. Nein! Lesen und dabei laufen ist keine gute Idee. Dann springst du nämlich mal ganz schnell in den Abgrund. Ja, okay. Da muss ich lang. Keine Ahnung. Ohne einen Durchgang blieb ihm nichts übrig, als auf Hilfe zu warten. Nein. Ernie? Nein, okay. Nein! Und jetzt soll ich mich hier hinstellen? Ist das besser? Bleib bloß weg von mir. Okay. Kleine. Na, okay. Sehr gut, machst du das? Nein, das war meine Chance, ne? Ich hoffe, ich kriege noch eine. Komm her. Nein, nicht da. Okay. Oh nein. Und in diesem Moment sahen sie etwas, das sie nicht so ganz glauben konnten. Ein Licht, irgendwie einladend, wohlbekannt. Alter, beeil dich. Was ist denn passiert? Warum? Nein, ich muss mich bewegen. Los! Ach so, das ist wegen dem Licht wahrscheinlich. Ja, los, beweg dich. Ja. Oh, okay. Beeilen. Okay, wir müssen das Vieh töten. Ja. In der Ferne sahen sie das Licht, das das Geschöpf gestoppt hatte. Mit dem schwächeren Regen wurde alles ruhig. Mit der Ruhe kam ein sanftes Licht, das alles in seinem Strahl erleuchten ließ. Oh Mann, unfassbar. Das war Kapitel 7. Und ich bin gespannt, ob wir das Licht am Ende des Tunnels sehen. Ist ja so eine kleine Anspielung, würde ich sagen. Hui, das Spiel hat es am Ende nochmal richtig in sich. Ah, guck mal. Die Welt um sich herum schien wieder normal geworden zu sein. Naja, bis auf, dass keiner lebt, der... Ja, keiner da lebt, außer die beiden. Allerdings nicht ganz. Der Junge zeigte auf etwas. Es war ein Licht, das sie schon kannten. Eine einsame Spur,
dort hinten in der Ferne, sehr entschieden loszugehen, um es zu finden. Hey, aber die Welten haben sich vermischt, wie es aussieht. Okay. Kapitel 8, das Ende der Nacht. Letztes Kapitel. Ich hoffe, der Fingermann kommt nicht wieder. Das wäre großartig. Oh nein. Nein. Los, lauf. Der Fingermann. Das Licht leuchtete zwischen den Gebäuden. Leuchtete. Ach ja, die Vergangenheitsform ist schon was Schönes. So. Das Licht fiel auf die beiden. So muss es sein. Hinabsteigen. Sie gingen weiter, suchten einen Weg. Ein Weg zum Licht. Oh nein. Okay, wie kommen wir denn da durch? Okay. Nein, da ist der Fingermann wieder. Oh ja, geil. Das Geschöpf wurde von der Flut erfasst und weggerissen. Das war aber noch nicht das letzte Mal, glaube ich. So, ich würde sagen, hoch da. Na komm, du schaffst es. Wow. Mobb mich mal nicht hier. Ach ja. Dann schauen wir uns mal hier in der neuen Stadt ein bisschen um. Sie gingen weiter auf das Licht zu, das Licht, in dem ihre Hoffnung flackerte. Ich hoffe, die kommen da an. Welchen Weg sollen wir gehen? Ich würde sagen, hier ran. Es schien, als rief es nach ihnen. Oh, schön ist das hier. Müssen wir jetzt hier hoch, ne? Okay. Ein kaputter Spielplatz. Oh nein. Natürlich. Aber natürlich rief es auch nach jemandem anderem. Dem Geschöpf. Mit dem großen Finger. Und der Keule. Oh, Alter. Kein Ding. Wir sind ja unsichtbar. Dann geht das ja. So. Oh, alle Knochen gebrochen.
So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, wie es aussieht. Ich warte jetzt mal nicht auf die Trusnelda, die braucht mir zu lange. Ah, du bist super. Schmeiß alle Stühle um und sei laut. Oh nein. Da unten ist er. Dann ist es okay. Das ist jetzt total gemischt hier. Die andere Welt und die relativ normale Welt. Total gemischt. Ich frage mich, wer der Fingermann in Wirklichkeit ist. Das war doof. Ja. Tot. Hä? Hallo? Oh, was? Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass sie es überleben. Leitern. Oh Gott. Lauf. Nein, nein, okay. Ich höre den die ganze Zeit auf dem Ohr. Die Schritte des Geschöpfes entfernten sich wieder. Okay, das ist doch gut. Ich will trotzdem hier weg, das ist unangenehm. Nicht schön hier. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Sehr gut. Wir haben es bald geschafft, Leute. Habe ich so ein Gefühl, wir müssen hier hoch, okay. Kein Problem. Ah, natürlich. Wir haben bald das Licht erreicht, hoffe ich doch. Diese Welt wird nämlich immer merkwürdiger. Merkwürdiger. So. Jawohl. Oh, geschafft. Endlich auf der anderen Seite. Dort hinter den Dächern sah der Junge die Quelle des Lichts. Na, was ist es? Es war... Oh, er kannte das Haus sehr gut. Es war sein eigenes vielleicht? Und durch das Fenster konnte er sich selbst im Bett liegen sehen. Schlafend, genau wie das Mädchen zuvor. Bevor sie Zeit hatten, ihre Gedanken zu ordnen. Oh nein! Zerriss es die Schwärze der Nacht erneut. Nein! Ich muss weiterlaufen. Ich kann dir nicht helfen. Wenn er dem Mädchen nicht geholfen hätte... Nein! Das gibt's doch nicht. Ich muss dem Mädchen also echt helfen. Muss ich, natürlich. Okay, das ist aber cool, dass man hier zwei Wege im Prinzip hat. Wäre sie verloren gewesen. Ich komme nur mit dem Mädchen dahin. Oh nein. Wie komme ich denn? Oh nein. Wie komme ich dahin? Das würde... Oh Gott. Au, 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 au. Oh shit. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Okay. Oh Gott. Zum Glück sind die relativ gnädig. Seine Schritte kamen dem Mädchen immer näher. Oh. Nein! Oh, gibt's doch nicht. Okay.
Muss mich echt beeilen, ne? Nein, ich hab's berührt. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ach, Mann. Dieses blöde Monster. Muss doch irgendwie durchkommen.